Normalerweise habe ich ein ungestörtes Verhältnis zur Vergangenheit. Ich lasse sie in Ruhe. Und sie mich. Aber ein unerwarteter Anruf in einem schwachen Moment hat das geändert. Ich soll Sie von Annie Gabriel grüßen. Annie Gabriel? Sie erzählt oft von Ihnen. Ach ja, vom Alpiner Palace. Fräulein Gabriel. Sie möchte, dass Sie sie besuchen. Fräulein Gabriel lebt noch. Wie geht es ihr? Ach, alt ist sie halt. Darf ich sagen, Sie kommen? Ich habe Nein gesagt. Und am nächsten Tag trat ich diese Reise an. Nach so vielen Jahren. Bitte sehr. Ich habe Ihnen Blumen mitgebracht. Das ist nett von dir, Valentin. Das ist schön. Blumen sind schön. Wasser, Valentin. Die Blumen brauchen Wasser. Ich bin gleich wieder zurück. Meiner Valentin ist gekommen. Er muss jetzt groß sein, dein kleiner Valentin. Schau doch nur, was er mir für hübsche Blumen mitgebracht hat. Wir sprechen von damals. Aber du erinnerst dich an nichts. Oh doch, ich erinnere mich an alles. Und bestimmt auch an Dinge, bei denen du gar nicht dabei warst. Oh doch, ich weiß alles. Alles. Ach, und die Nacht der Sahara? Max und Lilo, das Duo an der Bar? Und Professor Malini? Und unser Herr Capretz an der Rezeption? Von all dem weißt du nichts. Du hast das gar nicht erlebt. Ich habe Besuch. Ich lasse dich jetzt allein. Dann auf nachher. Fräulein Gabriel war das Kioskfräulein im Hotel meiner Familie. Solange ich sie kannte, war sie umgeben von den lächelnden Titelschönheiten des europäischen Hochadels und des amerikanischen Kinos. Dass Fräulein Gabriels überleben würde, alt zu werden, überraschte mich. Du musst entschuldigen, aber ich habe noch einen Gast. Meine beste Freundin. Sie ist nett, aber für mich schon zu alt. Oh, setz dich doch. Hast du die Leute auf dem Gang gesehen? Ja. Glaub mir, solche Gäste hätte deine Großmutter nie geduldet. Wahrscheinlich nicht. Willst du keinen Zucker? Danke. Unsere Gäste hatten alle viel mehr Klasse. Es gab aber auch welche, die mir damals komisch vorkamen. Seltsam irgendwie. Möchten Sie auch? Nein, vielen Dank. Einige allerdings, ja. Einige schon. Wissen Sie, die Comics. Die Mickey Maus-Hefte, die ich bei Ihnen gekauft habe. Früher habe ich mir vorgestellt, Sie selbst würden sie während der Nacht schreiben. Ich selbst nur die Hälfte. Die andere Hälfte, die hat meine beste Freundin geschrieben. Über 15 Jahrgänge hatten Sie gesammelt. 35 Jahrgänge waren es zuletzt. Oh ja, 35 Jahrgänge Mickey Maus. Eine vollständige Sammlung. Einschließlich sämtlicher Sonderhefte. Ein Vermögen. Die Comics? Aber ja doch, wenn jemand sowas sammelt. Ha? Ich möchte, dass du sie mir holst. Das Hotel wird ja bald abgerissen. Wie bitte, das Alpiner Palace wird abgerissen? Sie sind in dem Zimmer mit Blick aufs Meer. Ja, weißt du das nicht mehr? Es
gab doch ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Jetzt bin ich also noch einmal hier gelandet. Auf der Suche nach 35 Jahrgängen Mickey Maus. Im Zimmer zum Meer eines Hotels in den Schweizer Bergen. Hast du die Kaffeemaschine ausgemacht? Ja, ja, ja. Die Fische. Hast du die heruntergebracht? Ja, hab ich. Und die Fotografien? Ja. Hast du sie in der richtigen Reihenfolge gelassen? An alles muss man selbst denken, also wirklich. Domenico, was machst du denn mit dem Schirm? Du weißt, ein offener Schirm im Haus bringt Unglück. Wenn er doch klemmt. Dann wirst du ihn weg. Aber ich brauche ihn noch. Bei dem Wetter. Valentin.
Hier, ganz oben unter den Kuppeln und Türmen, war mein Lieblingsort. Hier war das Hotel noch verschachtelter und geheimnisvoller. Vollgestopft mit allem, was Großmama nicht wegwerfen konnte. Und sie konnte nichts wegwerfen. Professor Malini beehrte uns zweimal pro Saison, im Juni und im September. Er war der Hotelzauberer seit der Eröffnung des Hauses. Man erzählte sich, dass der russische Zar ihm den Professorentitel verliehen hätte. Uns Kindern schien das aufgrund seiner stupenden Zauberkunst überhaupt nicht abwegig. Hier oben traf ich mich mit Pülli, Pexi und John, meinen besten Freunden. Sie wohnten hier in diesen Zimmern und Kammern und führten ein abenteuerliches Leben, viel abenteuerlicher als ich. Oft kam ich zu spät zum Essen, weil sie mich aufgehalten hatten. Aber nur ganz selten ließen sie die Erwachsenen als Entschuldigung gelten. Denn niemals hatte sie jemand außer mir gesehen. Pülli, Pexi und John gab es nur in meiner Fantasie. Frau Dr. Studer war ein langjähriger Stammgast und zweifellos die schönste Frau der Welt. Sie führte ein turbulentes, skandalumwittertes Privatleben, worunter ich mir wenig vorstellen konnte, obwohl ich mich sehr anstrengte. Okay.
Max und Lilo waren das legendäre Bar-Duo. Sie arbeiteten für Kost, Logis und Korkengeld. Das heißt, sie kassierten Prozente vom Getränkeumsatz. Und ihr Motto hieß Stimmung um jeden Preis. Seit Jahren betrachtete Max das Gastspiel im Hotel nur als Überbrückung bis zum unmittelbar bevorstehenden Engagement auf einem Ozeanriesen. Aber jedes Jahr reisten sie an mit einem Koffer voll Klaviernoten der neuesten Schlager und kämpften tapfer mit den Umwälzungen des musikalischen Geschmacks der Zeit. Ich wuchs bei meinen Großeltern auf. Großpapa war alterslos, wie alle Erwachsenen. Er roch nach Zigarre und Kölnischwasser und war eine Art von lieber Gott für mich. Großmama wollte nicht, dass die anderen wussten, dass er blind war. Wegen dem Mitleid der Leute in dem Klatschendorf. Um mir eine Freude zu machen, tat Großpapa manchmal sogar, als ob er Zeitung lesen würde. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Nacht. Immer gerade dann, wenn das Barometer zu steigen beginnt. Ihrem Barometer glaube ich kein Wort. Dabei haben wir es reparieren lassen. Ich wünsche Ihnen beiden eine gute Reise. Dann gehen wir bis zum nächsten Jahr. Auf Wiedersehen. Das Zimmer mit Blick aufs Meer? Nein, das tut uns wirklich leid. Das ist nicht möglich. Geben Sie die 504. Ah, Madame. Bitte sehr. Die 504 im dritten Stock dort drüben. Bitte, mein Herr, was kann ich für Sie tun? Die Aufräumungsarbeiten dürfen noch über eine Woche dauern. Solange ist das Matschertal von der Außenwelt abgeschlossen. Sind nicht Dr. Seiferts immer im Matschertal? Verzaskatal. Hier. Es ist schon wieder ein Flugzeug abgestürzt. Dann müssen Sie mir einen Elektroofen ins Zimmer stellen. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich friere. Ich frage nur, was es geht. Wir haben ein Problem hier. Die Dame sagt, das Zimmer sei feucht und kalt und wir bemühen uns um eine Lösung. Ich bin hierher gekommen, um mich zu erholen und nicht um zu sterben. Aber von unseren Gästen hat sich noch keiner beschwert, dass es bei uns zu kalt wäre. Ich glaube, da kommt gerade die Familie Ammann. Ja, das sind die Ammanns. Entschuldigen Sie, wir reden nachher weiter. Ich versichere Ihnen, wir werden alles tun. Ist die 110 bereit? Selbstverständlich. Alles, was in unserer Macht steht. Die Ammanns aus Buenos Aires waren das, was Großmama gute Gäste nannte. Bevor sie zu uns kamen, spielte Herr Ammann im Casino von Venedig. Und je nach Spielglück blieben sie länger oder weniger lang. Es kam auch schon vor, dass sie ganz ausblieben. Deswegen herrschte immer große Erleichterung, wenn sie ankamen. Das war die schlimmste Reise meines Lebens. Diese mutigen Schlafwagen, das unverschämte Personal, mein Mann unerträglich und das völlig überforderte Kindermädchen. Nie mehr, nie wieder. Ach, das tut mir beruhige dich doch, der Champagner wird dir gut. Hier bitte auch ein Gläschen für Sie. Katharina, Katharina! Ich doch, meine Liebe. Komm, trink einen Schluck Champagner. Dann wirst du dich besser fühlen. Sehr zum Wohl. Dann werde ich mir auch mal einen Schluck gönnen. Sie ist vollkommen überkandidelt. Sie ist nur so impulsiv. Alle Frauen aus Buenos Aires sind impulsiv. Ah, waren Sie nicht in Nordamerika, Fräulein Gabriel? Im Prinzip ist das ein Kontinent. Jetzt muss ich sofort nach oben. Oh, das ist mein Zwiebel. Sie mir im Ernst vor, meinen Sohn nach oben und das Kindermädchen beaufsichtigen. Sie ist solch eine dumme Gans. Egal, um was es geht, man kann sich heute schaden. Der alte Reiseschriftsteller kam jedes Jahr zur gleichen Zeit wie die Warburg Smith. Er erzählte ihnen seine Geschichten, aber ich glaube nicht, dass sie ihm zuhörten. Die Warburg Smith wohnten eigentlich in Kalifornien, wo er während des Krieges zum weiteren Umfeld des deutschen Emigrantenkinos gehört hatte. Sie war seine vierte Frau. Sie lebten das ganze Jahr über in verschiedenen Hotels, immer zusammen und doch jeder für sich.
Ich bin hier heute Abend, um Ihnen mein Herz und meine Seele zu geben. Und alles, was ich von Ihnen verlange, sind Ihre Gedanken. Your little secrets. Therefore I'm pleased to announce the highlight, einen der Höhepunkte des heutigen Abends. Thought reading. Gedanken lesen. Im unteren Kongo-Becken bei dem Bangongo, dort traf ich doch erstaunlicherweise einen der ausgestorbenen Makenge. Von Philadelphia bis Triest, von Riga bis Shanghai. Eine Kunst, die ich dank meiner medialen Begabung gepaart mit regelmäßiger, intensiver Meditation beherrsche. Wissen Sie eigentlich, was das ist, ein Makenge? Psst. Ich werde nun Ihre Zettelchen einsammeln und Sie werden sehen, I haven't promised you too much. Kein Gedanke, kein Wunsch wird mir verborgen bleiben. Danke. Danke sehr. Zusammenfalten bitte. Mehrmals zusammenfalten. Merci. Danke. Voilà. Danke sehr. Schreiben Sie irgendetwas, was Ihnen gerade durch den Kopf geht. Es ist überhaupt nicht wichtig. Er hat recht. Das ist doch nur ein Spiel. Schreib irgendetwas. Ja doch. Was hast du geschrieben? Irgendetwas. Jawohl, irgendetwas. Schreiben Sie irgendetwas. Hier bitte. Merci. Danke. Abends, danke nur für die Großen, gab Professor Malini seine Gala-Vorstellung. Das Wort Gala löste eine Welt von großartigem, nie zuvor gesehenem aus. Allein die Ankündigung einer Gala ließ mich erschauern. Wenn schon der Nachmittagsauftritt des Professors auf der Terrasse so atemberaubend war, wie musste dann die Gala sein? Ich bitte Sie um absolute Ruhe, Mesdames, Messieurs. Diese Übung erfordert mir das Äußerste ab an Konzentrationskraft. Silence, s'il vous plaît. I beg you. Und jetzt werde ich versuchen, mit meinem dritten Auge die Gedanken zu lesen, die diesem Stückchen Papier anvertraut sind. Ich sehe Blumen. Rosen. Nein. Tulpen. Nein. Rosen und Tulpen und Nelken. Ja, auch Nelken, ja. Rosen, Tulpen, Nelken, alle drei verwelken? Nur die eine welket nicht und die heißt Vergiss mal nicht. Ladies and Gentlemen. Mir ist nichts anderes eingefallen. Aber das ist doch sehr hübsch. Wasser, ein blauer See und ein strahlender Himmel. Wenn morgen schönes Wetter ist, gehe ich vielleicht. Er kann es ja wirklich. Er kann baden. Gedanken lesen, der Malini. Ja, das habe ich geschrieben. Das war ich. Ich habe das geschrieben, ja. Ich wollte später einmal weder Lokomotivführer noch Fußballer werden, sondern Maître des Effets Spéciaux. Ein Experte für spezielle Effekte. Das Wort hatte ich von Malini gelernt. Mit der Zeit durfte ich dem Zauberer assistieren. Ich hielt die Taschentücher und das greise Kaninchen, das aus dem Zylinder gezaubert wurde. Und ich sammelte die Gedanken des Publikums ein. Ruhe bitte. Silence, please. Und jetzt werde ich mit meinem dritten Auge versuchen, die Gedanken, die diesem Stückchen Papier anvertraut sind, zu lesen. Mein drittes Auge sieht
Royalty, blaues Blut und eine Hochzeitskutsche. Steht hier vielleicht geschrieben, lang lebe der Schah und seine reizende Braut, Soraya? Longue vie au chat et à Soraya, sa ravissante et douce fiancée. Bravo! Genau das habe ich geschrieben, genau das! Sie war das, sie war das! Das habe ich geschrieben, ich bravo, war das! Bravo. Es lebe der Schah! Lang lebe der Schah! Großvaters Festung. Hier saß der blinde Mann und er hatte sich den Rhythmus der Schritte von sämtlichen Gästen über die Jahrzehnte hinweg gemerkt. Und zu deren Erstaunen begrüßte er sie, auch wenn sie lange Zeit nicht mehr Gast gewesen waren, mit ihren Namen, wenn sie die Hotelhalle betraten. Die Nachrichten der Schweizer Schneppeschenagentur in Bern. Ist die 242 ja, angekommen? Ihre Post, einen Moment. Geht es Ihnen gut, Fräulein Bertha? Es regnet und regnet. Das Wetter wäre bald besser. Ich schließe. Guten Abend, Valentin. Ich habe Hunger. Herr Schmidt, Sie bleiben doch bis zum 15., nicht wahr? Dann wollen wir jetzt dinieren. Hier ist der Schlüssel, bitte. Und einen angenehmen Abend. Hummer, Thermidor, Sirfontalk, Persille. Sind das die aus dem Meer? Natürlich, dort, wo es am tiefsten ist. Was kommt dann? Ja, dann folgt so Tride, Grenouille und Coquette. Froschschenkel? Savoy, französische Küche. Und dann? Dann folgt ein Capon à la Périgord und Petit Pois Paysan. Was ist ein Capon? Ein Capon ist ein Hahn, der kastriert wurde, damit man ihn messen kann. Behalt dir noch Platz für die Desserts. Baba au rhum à la polonaise avec la crème chantilly. Pudding à la Westminster avec la crème anglaise. Pechmelba. Pechmelba? Und was dazu? Pechmelba. Und dann wieder tok, 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 tok. Das ist doch ein Defekt. Ich werde nie wieder in dieses Hotel kommen. Sie reparieren es nicht. Sie hören mir ja nicht einmal zu. Hier, bitte schön, Ihr Schlüssel. Bim, 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 die ganze Nacht. Tok, 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 tok. Wenn ich Ihnen doch sage, das ist ein Defekt. Das muss man reparieren. Ja, Frau Doktor. Bitte Sie, wir werden tun, was wir lassen können. Lassen Sie das reparieren. Mein Sohn hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Wir werden Abhilfe schaffen, Frau Doktor. Sag doch auch mal was. Red! Zwei Tote bei Zimmerbrand. Zigarette? Brandursache unbekannt. Höchstwahrscheinlich Zigarette. Schönen guten Tag. Frau Hug und Fräulein Flückiger waren Expertinnen in Katastrophen. Den Nachschub lieferte ihnen Fräulein Gabriel, die in der Hotelhalle thronte und alles wusste. Bald kommt das neue Sonderheft, kündigte sie verheißungsvoll an. Und Sonderheft klang wie Galaabend, der Lockruf von fernen, verheißungsvollen Welten. Sie hatte etwas von einer ägyptischen Hohepriesterin für mich. Und ihre lackierten Fingernägel übten eine Faszination aus, der ich mich schwer entziehen konnte. Fräulein Gabriel war einmal nach Amerika ausgewandert und dann zurückgekehrt. Was schiefgegangen war, wusste nur die Großmama. Es hatte etwas mit einem Mann zu tun.
ist für Sie. Valentin. Ah. Hier ist Post aus Entenhausen. Am Mittwoch bekommst du das neue Sonderheft, Valentin. Der Coiffeursalon war für mich der Ort der verbotenen Erkenntnisse. Ich saß gerne dort, sog die feinen Düfte ein und belauschte die vielsagenden Gespräche aus einer mir leider verschlossenen Welt. Ach, Herr Ammann ist ein Schweizer. Daran haben 20 Jahre Buenos Aires nichts geändert. Er soll ein traumhafter Tango-Tänzer sein. Oh, ich kannte mal einen wirklich traumhaften Tango-Tänzer. Oh, la la, einfach traumhaft. In Argentinien? Nein, in St. Gallen. Ein Tennislehrer. Gibst du mir mal die... Soll ich dir mal etwas sagen? Tennislehrer sind ganz grauenhafte Tänzer. Dabei müssen die doch so beweglich sein. Darum geht es doch gar nicht, sich bewegen. Das bedeutet noch lange nicht tanzen. Braucht es da mehr Rhythmus? Rhythmus? Nein, Rhythmus braucht man nicht unbedingt. Es ist... Und Herr Ammann hat das. Nein, eben nicht. Komm her. Weißt du, es ist wie bei der Liebe. Pass doch auf, Valentin. Das Leben war unterteilt in Vor- und Nachsaison, in Hochsaison und Zwischensaison. Diesem Fahrplan folgend wanderten wir mit Koffern und der ganzen Habe viele Jahre lang von Etage zu Etage. Im Winter wohnte man im ersten Stock in den Eckzimmern mit der großen Terrasse. Im Juni, wenn die ersten Gäste kamen, zügelte man in die dritte Etage und in der Hochsaison zu oberst unter den Dachstock. Und Anfang September folgte wieder der rituelle Abstieg in die besseren Gemächer. Tiberius vor 2000 Jahren Knaben von einer Felsenklippe stürzen ließ auf Capri? Oh Gott, warum denn das? Tiberius war homosexuell. Ach so. Und von Boot zu Boot klingt das alte Lied. Hör von fern, wie es klingt. Die Flut durchquert und gezogte Fische, deren Lied von fern man hört. Wenn bei Capri die rote Sonne ins Meer versinkt und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fische mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie liegen. Vom Hotel Quisisan auf Capri, da könnten die eine Menge lernen. Ja, Mama. Keinen Tag Regen. Ja, Mama. Alle Zimmer aufs Meer. Hier oben gibt es kein Meer, Mama. Das sag ich doch. Die könnten hier eine Menge lernen von Capri. Und von Booten.
wie es klingt. Bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Ernesto, nimm die Koffer. Und nachher musst du unbedingt jemanden bestellen, der die Schreibmaschine repariert. Das R schlägt nicht an. Nona, erzähl mir doch bitte eine Geschichte. Also, du möchtest, dass ich dir eine Geschichte erzähle? Na gut. Nicht stören, wir zwei sind beschäftigt, aber sag ihm, ich komme. Also, Valentin, ich erzähle dir eine Geschichte. Doch sie ist Großmama war die große Geschichtenerzählerin meiner Kindheit. Wenn die Großmama erzählte, begann das immer mit dem magischen Früher. Früher gab es Russen, die mit Geschirr schmissen. Und es gab Kutschen und Gouvernanten. Und die Kaiserin von Österreich fuhr Ski auf dem Hügel hinter dem Hotel. Es waren meist dieselben Geschichten. Aber durch das häufige Erzählen blieben sie nie ganz gleich. Eine meiner Lieblingsgeschichten war die mit der russischen Anarchistin. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt von dieser adligen russischen Anarchistin, die vor vielen Jahren hier in unser Hotel gekommen ist. Sie war aus St. Petersburg angereist und hatte einen schrecklichen Plan gefasst. Siehst du, auf einen Schlag hatte die Frau zwei Leben zerstört, seins und ihrs. Aber weißt du, was das Tragischste daran war? Es war gar nicht der Mann, auf den sie es abgesehen hatte. Es war nicht der russische Außenminister, sondern ein unglückseliger Stromfabrikant aus Paris. Schlag dir das Engagement auf der Queen Mary aus dem Kopf. Der Devering sagt, er tut, was er kann. Guten Abend. Guten Abend. Bombenerfolg heute Abend. Hervorragende Stimmung. Auch die Warburg Smith kam aus sich heraus. Sie haben ständig applaudiert. Morgen ist Samstag, nicht wahr? Ja, Tanztag. Aber bitte nicht wieder so was Modernes. Die Jugend liebt das Moderne. Schon möglich, aber zu uns kommt Jugend nicht. Hm? Buona notte. Domenico, wir müssen unbedingt die Außenrohre machen lassen. Sie haben Löcher wie ein Sieb und überall kommt Wasser raus. Ja, stellen wir gleich die Fotografien auf. Anna! Ja, schon. Ich bin todmüde heute. Es ist wohl am besten, wenn wir bald... Sehr gut, Ernesto, den Heizofen dorthin. Ja, das kannst du mir geben. Stell den Ofen dort drüben. Dann wirst du die ganzen Koffer rausbringen und sie drüben in Zimmer 12 abstellen. Ich will keinen mehr hier herumstehen sehen. Hast du gehört? Grazie.
Leg das in die Schublade. Warum, Güte? Ich hab gesagt, dass ich müde bin. Ich hab Kopfweh. Tu etwas anderes. Danke. Nona, erzähl mir eine Geschichte. Eine Geschichte willst du hören? Welche Geschichte? Die Geschichte von Sarah Bernard und dem Nono. Was? Schon wieder? Das war ein schöner Skandal. Die göttliche Sarah war die größte Schauspielerin ihrer Zeit. Sie war im Hotel Savoy in London abgestiegen, das von Cesar Ritz geführt wurde. Dein Nono war damals noch sehr jung und arbeitete dort als Kellner und nur er durfte sie bedienen. Ich habe keine Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, Dinge zu suchen, die sich auf dem Tisch zu befinden haben. Demzufolge erwarte ich, dass ich mein Gedeck immer in der gleichen Weise angeordnet vorfinde, damit ich mich während des Essens blind zurechtfinde. An allen Tischen dieser Welt verlange ich denselben Service. Haben Sie mich verstanden? Ja, Madame. Also, vergessen Sie nicht, was ich jetzt zahle. Das Wasserglas rechts von der Messerspitze, das Weinglas drei Finger breit rechts daneben. Der Senf gehört da nach oben. Und der Käse kommt dorthin. Nein. Dahin. So ist es gut. Und dann... Ja, noch Pfeffer und Salz, die stehen hier. Die Milch steht dort. Würden Sie das da hinstellen? Gut. Ja, richtig. Salz und Pfeffer haben genau an der Mitte des Tellerrandes zu stehen. Wenn ich meine linke Hand hebe, dann können Sie servieren. Oder nachschenken oder abräumen. Ansonsten will ich beim Essen nicht gestört werden. Und zwar in keiner Weise. Sie können gehen. Sehr wohl, Madame. Ja. Und was dann? Der Nono war schon damals tüchtig und Sarah Bernard war sehr zufrieden mit ihm. Doch eines Tages geschah die Katastrophe. Ich würde Sie gerne am Theater sehen. Ich glaube, das ist eine großartige Schauspielerin. Ich glaube, du kannst dir das nicht leisten, oder? Mit dem, was du hier verdienst. Man verdient doch nicht schlecht. Na, du vielleicht, aber ich weiß nicht. Aber gut, an einem unserer freien Abend können wir ja mal nehmen. Was geht hier vor? Komm mal her. In meinem Hause wird er dort. Hinaus! Sind Sie? Was soll das? Wo befinde ich mich? Geschäftsführer dieses Hauses. Wo ist er? Was geht falsch? Nichts stimmt. Aber wo bitte ist Monsieur? Sofort. Kann mir hier niemand sagen, wo ist Monsieur Ritz? Was ist das für ein Skandal? Es ist falsch. Wo ist Monsieur Ritz? Sag's nicht so viel, beweg dich und sieh dich. Die göttliche Sarah Bernard hat sich nach dieser Krise wieder gefangen.
Ja, und weiter? Und weiter? Ich weiß nicht, die ganze Geschichte hat mir der Nono erzählt. Dort sitzt er. Frag ihn doch, Valentin. Und weiter habe ich die Nona kennengelernt. Und weiter? Nichts weiter. Sie ist gestorben. Und so hört alles auf. Das ist unglaublich. Professor! Also, was ist mir noch nicht? Was ist denn die Atmosphäre hier? Ich weiß nicht welche. Stellen Sie hier den Verein gezogen hat. Ich weiß es nicht. Unglaublich. Er stiehlt den Gästen den Wein. Der Papa war gestorben. Er war lange krank gewesen und hatte die letzten Jahre im Spital zugebracht. Ich hatte eigentlich keine Erinnerung an ihn. Sein Tod hatte eher etwas leicht Peinliches wegen den schwarzen Vögeln, den unzähligen Tanten mütterlicherseits, die mich mit ihrem Mitleid verfolgten. Fand ich nicht als wirklich schmerzlich. Ich war noch zu klein und die Großmama sprach ohnehin immer wieder vom bevorstehenden Wiedersehen. Der Papa ist jetzt im Himmel. Eines Tages werden wir auch dorthin gehen. Nona, wie ist es im Himmel? Tia, es ist wie bei uns im Hotel. Nur viel größer und vieles, vieles größer. Wie lange bleiben wir im Himmel, Nona? Für immer. Wie lange ist für immer? Wann hört das auf? Immer hört niemals auf. Das ist die Ewigkeit. Ich war wochenlang dem peinigenden Gedanken der unvorstellbaren Ewigkeit und des nicht enden wollenden Wiedersehens und Zusammenlebens der Familie im Himmel ausgesetzt. Und ich wollte wissen, ob man dann immer so alt wie der Papa bleibe oder sogar ewig klein, wie Lilly, das Nachbarskind, das im Jahr zuvor unter das Postauto gekommen war. Schau nur, Valentin, das ist doch deine kleine Freundin, die vor 2 Jahren gestorben ist. Ah, hier bist du endlich. Du rauschst schon wieder, das ist schlecht für dich. Hier gibt's nichts Schlechtes. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Wie geht es dir? Klar, ausgezeichnet. Guten Abend. Buonasera. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Amann. Guten Abend. Guten Abend, Signora. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herrschaften. Guten Abend. Mena, du bist auch hier, meine Gute. Du bist einmal so schnell weggegangen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, warum. Guten Abend, Fräulein Gabriel. Guten Abend, Signora. Valentin? Ah, das neue Sonderheft ist gekommen. Sag danke. Guten Abend. Guten Abend. Sieh der Lichter Schein, branchen auf dem Meer. Ruhelos und klein, was mag das sein, was irrt da spät nachts umher? Weißt du, was da fährt, was die Flut durchquert? Ungezündete Fische, deren Nied von fern man hört. Jekami-Abend hießen die Veranstaltungen, die es 3 bis 4 Mal pro Saison gab. Jekami hieß, jeder kann mitmachen, aber das galt nicht für mich. Ich konnte mich nur dem Rausch der Vorbereitungen hingeben. Die Festivität selber musste ich heimlich beobachten. Mena! Was ist? Die grüne Girlande, weiter nach links. Spielt doch keine Rolle. Doch, das spielt sehr wohl eine Rolle. Die Rechnung für die 100. Ah, so geht's, so geht's. Es ist alles eine Frage der Ästhetik. Ja, ja. Trag den Koffer der Dame hoch, aber pass auf. Ah, mein lieber Caprez, schauen Sie mal, setz den auf. Hast du gehört? Sei vorsichtig. Ich bitte dich, Mama. Jetzt setz ihn schon auf. Er sieht wahnsinnig komisch aus. Sieht hübsch aus, ja. Wenn es nicht so wäre, würde er ihn aufsetzen. Na bitte, sehr schön. Jetzt ist er weiter nach rechts. Und die Apfelbäckchen. Ich für meinen Teil ziehe Apfelblütenwangen vor. In Rosé. Die Teeunterlage Rosé, Silvia. Finden Sie, dass ich ordinär aussehe, Frau Amann? Überhaupt nicht. Ja, aber darum geht es ja gerade. Ich muss ordinär aussehen. Jawohl, weil ich Jenny sein werde. Sie wissen schon, die Seeräuberbraut. Ach ja, die Seeräuberbraut. Genau, aus der Dreigroschenoper. Ah ja, aber natürlich. Und Sie? Ich? Ja, Sie. Als was kommen Sie heute Abend? Nun, ich komme als Sugar Baby. Stimmt's nicht, Silvia? Ja, das stimmt. Frau Amann geht als Sugar Baby. Was soll das sein, ein Sugar Baby? Auf jeden Fall mit sehr viel Rosa. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber soll das irgendeine Figur sein oder was? Ein Sugar Baby, das ist ein Sugar Baby. Was sonst? Wie in den Filmen. Sie wissen schon. Ach so. Ein Sugar Baby, das ist der pure Zucker. Der pure Zucker. Nicht wahr, Frau Amann? Ah ja, ich verstehe. Das bedeuten? Ich habe dich gefragt, was das zu bedeuten hat. Ich dachte, das haben wir so besprochen. Wir gehen beide als Baby. Sehe ich etwa aus wie ein Baby? Du siehst sehr hübsch aus. Du hast doch gesagt, du gehst diesmal als Baby. Als Sugar Baby. Ich habe gesagt, ich gehe als Sugar Baby. Was ist das? Ein Sugar Baby? Na, schau mich doch an. Das ist ein Sugar Baby. Ich habe nicht vor, mich wieder lächerlich zu machen. Das passiert mir nicht nochmal. Ein Baby, was soll daran lächerlich sein? Papa, pipi, Papa, pipi. Weißt du nicht mehr beim Dschungelball in St. Moritz, wo du dich den ganzen Abend auf dem Boden gewälzt hast? Im Dschungel wimmelt es nur so von Schlangen. Und wieso warst du dann in St. Moritz die einzige Schlange? Nie hätte ich gedacht, dass hier in dieser Tropenpracht mir
beim Schein der Nacht das Glück der Liebe auch noch lacht. Dass man mich liebeskrank verfolgt hier stundenlang, verbittert ernstlich vom Galan. Die Amazone sich, ich bitte ohne mich, sie leiden an Verfolgungswahn. Peruanerin, wer wird so spröde sein wie eine Sekundanerin? Hinterrücks verfolgt man mich, mein Lieber, dieser Teil von Peru ist kein Küstenstrich. Mich reizt das Exotische in deinem Gang, in deiner Haltung das Erotische. Du bist die schönste Fee am Titi, am Tata, am Titi, Kakasee. Komm, wird meine Frau, wie gerne ich dein Aller schon. Jetzt weiß ich genau, sie hat der Tropenkoller schon. Ich weiß nicht, wer sie sind, weiß nicht, woher sie sind, von welcher Stadt denn kommen sie. Ich bin von Bebra hier und jag das Zebra hier, da bin ich denn ein Zebra wie. Setzen wir uns in den Schatten der Bananerin. Mich stört das Despotische in ihren kellerdunklen Augen, das Hypnotische. Dir will ich alles sein. Geh doch. Wie gerne schnitt ich es in jede. Mach ruhig mit, wenn es dir Spaß macht. Es macht mir aber keinen Spaß, Mama. Und was treibst du da dauernd mit deinem Fuß? Was meinst du mit dem Fuß? Geh ruhig. Ich bin es ja gewohnt, allein zu sein. Palmen gibt's da nicht, doch auf die Stulle gibt's Palmin. Verehrter Kavalier, was denken Sie von mir? Sehe ich so blöd aus im Gesicht? Gewiss, ich schwärme wie verrückt für Germany, doch schwarzen Kaffee trinke ich nicht. Bananerin. Germany. Mich reizt das Exotische, bei dir, das stört mich im Charakter das Falotische. Hör, die Peruanerin geht in Berlin vielleicht nachher als Straßenbahnerin. Komm, sonst end ich all mein Weh im Titi, im Tata, im Titi, Kakasee. Dieses Applaudieren stört nur. Man ist schließlich hier, um sich die Musik anzuhören, nicht das ständige Geklatsche. Die brauchen das. Wie bitte? Na, die Künstler, die brauchen das Geklatsche. Das ist für die wie Humus. Die sind darauf angewiesen. Glaubst du? Ja. Unter dem Gesichtspunkt habe ich es noch nie betrachtet. Meine Damen und Herren, der Paul Jones, die Damen außen, die Herren innen, drehen sich in Gegenbewegung. Avanti, meine Damen und Herren, alle versammeln sich jetzt in der Mitte. Die Herren innen bitte und die Damen außen. Wenn die Musik aussetzt, dreht sich die Tim, und wir keine Partner Tim, haben, so beim Kalypso wird dann alles wieder gut im Schön. So sind dann alle wieder froh im schönen Mexiko. Alle, alle! So wird dann alles wieder gut. Sie müssen aufpassen, nein, ich spiele nicht. So beim Kalif, so wird dann alles wieder gut. Ja, 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 ja. Dippe, 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 so wird alles wieder gut. Ja, ja. Dippe, 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 so beim Kalypso wird dann alles wieder gut im schönen Mexiko.
Im Hinduismus ist es zum Beispiel so, dass Shiva als ein Gott des Tanzes angesehen wird. Und Krishna... Ach, Indien. Der Tanz ist in den Tempeln Indiens der existenzielle Sinn der Bajaderen. Wie bitte? Sie spielen Tippi-Tippi-Dipsu. Beim Calypso wird dann alles wieder gut. Ja, das ist mexikanisch. Der Tanz, nicht wahr, stellte einen rein religiösen Akt dar in seiner ursprünglichen Form. Bitte hierher, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich bitte alle auf die Stufen. Ernesto, so, ja. Und in die Kamera schauen. Kommen Sie, Signora. Sie müssen auch auf das Foto. Lassen Sie bitte. Ich sehe unbedingt aus auf Fotos. Und jetzt lächeln. Lächeln. Bis wieder etwas passiert. Wie vor 6 Jahren mit Herrn Nepelius. Der saß einfach da und war tot. Und danach auf dem Foto sah man, dass er tot war. Dem Herrn ist es schlecht geworden. Und was ein Arzt. Man muss einen Arzt. Reingefallen. Witzbold. Na los, komm. Lass uns noch eins. Nein, komm nicht in Frage. Ich mache ihn. Das war ein schlechter Scherz. Geschmacklos. Und ganz stillhalten. Danke Ihnen vielmals. Goodbye. Der letzte Tango geht vorbei. Das ist der Abschied für uns zwei. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht wo und ob wir so im Tanz uns wieder drehen. Au revoir, tout fini pour nous ce soir. Notre histoire est sans espoir. Merci et au revoir. On se téléphone maintenant. Dansons la fin de ce tango et repartons seul à zéro. Auf Wiedersehen. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. En avant, en arrière. An diesem Tag erzielte ich einen entscheidenden Durchbruch bei meiner Erforschung der Fragen des Lebens. Es stellte sich heraus, dass Frauen unter den Kleidern teilweise mit einem dichten Fell bedeckt sind.
Diese Erkenntnis und gewisse widersprüchliche Informationen aus der Welt der Anatomie und der Erotik fügten sich aber noch nicht zu einem absolut klaren Bild zusammen. Soll ich dir zeigen, wie man sich ein Vergnügen verschafft? Ein Vergnügen? Ja, soll ich es dir zeigen? Na komm schon, probier es aus. Kennt man das ja nur bei uns in Argentinien. Valentin! Meine Damen und Herren, endlich ist sie da, lang ersehnt, heiß erfleht. Professor Malinis Nacht, der Sahara. Tonight I will present to you a handful of mysteries. Hypnose. Folgen Sie mir. Sie, ja Sie, in die Sahara. Es ist heiß, sehr heiß in der Sahara. Heißer und heißer. Yes, you follow. Follow me into the desert, tief in die Wüste. Sahara, heiß und heißer, geht's es um Andreas. Tief in die Wüste und heißer, heißer und heißer. Folgen Sie mir. Professor Malinis Nacht der Sahara war für mich tabu. Nie gelang es mir, auch nur einen heimlichen Blick darauf zu werfen. Und später wurde diese Gala nicht mehr durchgeführt, wegen eines Skandals, für dessen Details ich ganz auf meine Fantasie angewiesen war. Tief in die Wüste, Sahara. Oh. Entspannen Sie sich. Folgen Sie mir in die tiefe Wüste. You, follow me. Follow me. It's very hot in the desert. Ja, es wird heiß. Und immer heißer. Und immer heißer in der Wüste. Gefroren habe ich noch nie. Das ist das letzte Mal, dass die uns hier sehen. Aber Mama, jedes Jahr sagst du dasselbe. Bald gehe ich dir nicht mehr auf die Nerven. Eine Dame aus. Oh Gott, was geht denn ihr vor? Sag, heiß und heiß. Ja. Ja. Ja, es ist heiß und heiß. Tief. Was denn, mein Hände machen? So, meine Liebe. Hören Sie doch. Lisa. Professore, was treiben Sie da? In meinem Hotel. Sie müssen verrückt geworden sein. Malini. Fürchterlich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Malini, oh, Clara, sehen Sie nur, das ist gut. Sogar gut, Herr und Frau Ammann. Aus vorbei. Cosa succede? Lassen Sie das. Was machen Sie da, Herr Doc? Schluss, Schluss. Ich bitte Sie. Schluss, vorbei. Ich bitte Sie. Schluss. Oh. Die Leute können sich doch nicht in Gott, verzeihen Sie bitte vielmals. So etwas ist noch nie passiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tiefe Vergogna. Mamma Lini, was machen Sie da? Sind Sie übergeschnappt? Das ist ja grauenhaft. Finden Sie nicht, Ihr Fehler? Die sind hypnotisiert. Es hieß, dass Professor Malini Leute hypnotisiert hatte, die nie mehr in ihre frühere Existenz zurückfanden. Wahrscheinlich war Onkel Paul so ein Fall. Man hat ihn ja versorgen müssen.
Er lebt jetzt im Irrenhaus, der Anstalt, wie man sagte. Guten Tag. Guten Tag. Clara. Mein lieber Paul. Clara, Clara, Clara. Was für eine Freude, dich hier bei uns zu sehen. Guten Tag. Es ist wundervoll, dass ihr alle gekommen seid. Es geht mir hervorragend. Und wie geht es euch? Uns geht sehr gut. Valentin, sag dem Onkel guten Tag und gib ihm sein Geschenk. Wen haben wir denn da? Oh, Herr Direktor, was ist es? Sie werden uns doch ein Doppelzimmer mit Blick aufs Meer geben können. Oh, kein Problem, Herr Direktor. Kommt, es ist eine großartige Saison, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Die Wetterprognosen sind hervorragend. Bei uns sind alle Zimmer besetzt. Wir sind ausgebucht. Kommt, komm. Komm, komm, komm weiter, Clara. Oh, Sie kümmern sich um das Gepäck, wenn ich bitten darf. Natürlich. Vielen Dank. Komm, komm, Clara. Sieh dir das an. Total ausgebucht. Ich werde euch jetzt mit den anderen bekannt machen. Meine lieben Freunde, ich darf mir erlauben, Ihnen ein paar Arrivés vorzustellen. Als da wären meine sehr, sehr liebe Schwester Clara, sowie ihr Mann Valentin, nebst Personal. Das hätten wir. Oh, Frau Yersin, ich wage kaum zu fragen, funktioniert Ihre Heizung wieder nicht? Ich bin untröstlich, meine Liebe. Unsere Frau Yersin stammt aus dem Piemont. Ach so, deswegen. Oh, ich darf ankündigen, dass heute Abend um 6:30 ein kleiner Aperitif an der Bar bereitsteht. Pünktlich, Herr Doktor, pünktlich, wenn ich bitten darf. Komm, 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 Clara. Hier trifft sich die Welt. Madame de Morsier, meine Schwester, ihr Cousin. Madame Bonchon, Maître, Sie verwechseln. Oh, Clara, ich muss dich jetzt leider allein lassen. Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun, da drüben. Ist Entschuldige gut, mich, ich bin warte. Sofort zurück. Ich bin sofort zurück, Clara. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Kalaka, Salaza, nehmt euch in Acht für den Fliegen. Kalaka, Salaza. Gott, lasst uns gehen. Nehmt euch in Acht für den Fliegen. Gehen wir. Du, ich will nicht in den Himmel kommen, Mena. Du kannst froh sein, wenn du nicht in die Hölle kommst, Valentin. Und wie ist es in der Halle? Noch heißer als in der Sahara? Viel, viel heißer. Ein Kind, das stirbt, kann das dann auch in die Hölle kommen? Nur die Heidenkinderchen. Bin ich ein Heidenkind, Mena? Nimm mich mit in deine Kirche, Mena. Aber du weißt doch, das ist ganz unmöglich. Deine Nonna würde so etwas nie erlauben. Aber ich weiß, die Nonna geht morgen in die Stadt. Es muss ja keiner etwas davon wissen, außer uns. Mena war das alte Dienstmädchen der Großmama und die treueste Seele der Welt. Sie sprach auch immer vom Himmel und den Engeln und von Rom, das im Süden und nahe beim Meer lag. Mena war nämlich katholisch, was für die Großeltern fast noch schlimmer war als kommunistisch, obwohl letzteres nun wirklich niemand war in meiner Kinderwelt. Dominus vobiscum. Die katholische Kirche lag ganz nahe beim Hotel. Manchmal drangen geheimnisvolle Gesänge aus der halboffenen Tür und ich roch ganz benommen den Weihrauch. Und dann kam der unheilvolle Tag, an dem ich Mena überredete, mich in die Messe mitzunehmen. Ich hatte mich entschlossen, katholisch zu werden. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Mina wurde sofort entlassen. Sie begann vor Kummer zu trinken und pflegte jetzt einen unauslöschlichen Hass gegen die Großmama. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Una maledizione per tutta la famiglia! Il male, il diavolo, l'inferno! Per tutta la famiglia, per tutti! Già l'inferno! Già l'inferno, vostra d'ars! Già l'inferno! Ah! Che è una maledizione! Fratella mai, mia ragazza! Per ancora sacchio l'inferno! Per tutta la famiglia! Lex Lindberg. Kidnapping. Lindberg Baby, you know. Kidnapping. Jetzt weiß ich genau, sie hat der Truppen. Kidnapping. Ich weiß nicht, wer sie sind, weiß nicht, woher sie sind, von welcher Stadt denn kommen sie. Ich bin von Bebra hier und jag das Zebra hier. Ja, bin ich denn ein Zebra wie? Oh, du Peruanerin, komm, setzen wir uns in den Schatten der Bananerin. Mich stört das Despotische. Schwer, ein Kind zu sein, nicht wahr? Sind Sie auch einmal ein Kind gewesen? Nein, ich war nie ein Kind. Ich war eine Eisprinzessin. Mit 10 war ich ungarische Meisterin im Eiskunstlauf und mit 20 tanzte ich am Broadway. Ich wohnte in einem großen Haus auf Long Island. Ich hatte Diener und Gärtner. Gehört Ihnen das Haus jetzt noch? Nein, so lange nicht mehr. Es geschah auf einem Schiff nach Amerika. Im großen Ballsaal spielte das Künstlerorchester des Professor Rosenfeld. Ich verliebte mich in ihn und gab alles auf. Ist er im Himmel, Lilo? Nein, er ist hier bei uns. Er sitzt an der Bar und trinkt einen Scotch. Ja, es ist Max. Max ist Professor Rosenfeld. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlug unter die Decke. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Valentin, komm. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas?